Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und dieses Jahr habe ich quasi den Sammlungssamstag ins Leben gerufen. Das heißt, jeden Samstag zeige ich dir irgendwas aus meiner Sammlung. Sei es, dass ich einen bestimmten Bereich meiner Sammlung zeige, meine Pflegesammlung, meine Lidschattenpalettensammlung oder. Oder ich mache ein Shop My Stash Fullface, wo ich das Ganze auslose, also eine Shop My Stash Lottery. Ja, und heute sind wir bei einem sehr, sehr schwierigen Thema angelangt, wo ich auch schon in meinem Pflegesammlungsvideo angekündigt habe, dass wir darüber tatsächlich mal am besten ein separates Video machen. Und anhand der Videolänge seht ihr, es wird ein bisschen dauern. Ich habe hier meine komplette Gesichtsmaskensammlung. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal das Ganze durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, dass ich dir zuallererst einmal einblende, wie meine Maskensammlung aktuell, naja, kurz bevor ich das alles in eine Kiste geworfen habe, sortiert ist. So schaut das Maskenregal, sage ich jetzt einfach mal dazu, vorher aus. Das ist im Prinzip ein ehemaliger Degusterbox Adventskalender. Das ist total funny. Ich hatte das eigentlich mal so kategorisiert in feuchtigkeitsspendend, anti-aging und reinigend. Ja, aber das sieht halt echt nicht ordentlich aus, wenn man ins Zimmer reinkommt. Aber wie man sieht, es ist ganz schön viel. Sammy chillt so ein bisschen auf dem Boden ab, ne? Ich merke das wohl. Ja, guck mich nicht so an, Maus. Du wolltest hier mit rein, du bist jetzt hier drin. Hier steht übrigens dann ein großer Karton, wo Sachen von einem Tauschpaket drin sind. Da sind so Trash-Sachen oder Sachen, wo ich noch nicht weiß, wo ich die hinsortieren muss. Und das ist ja hier quasi dann mein Drehbereich, mein wundervoller Stuhl. Den kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das da hinten ist die Müllecke. Die seht ihr nie. Seid froh drüber. Genau. Dann habe ich mir hier die ganzen Goodieboxen schon mal hingestellt. Meine ganzen Pinsel habe ich hier aufgestellt. Dann hallo, da bin ich im Spiegel und Kram und Sachen und meine Kamera, Softbox, Hintergrundbeleuchtung und. So sieht das dann hier immer aus und die Boxen werden wir dann jetzt gleich entsprechend befüllen. Ja, hier sind wir jetzt im Badezimmer. Ich habe jetzt nicht extra sauber gemacht oder so, also wundert euch nicht, denn ich muss euch ja noch den Rest vom Schützenfest zeigen, denn ich habe ja hier noch einiges in meinem Schrank drin. Das heißt, da oben habe ich so Ampullen, aber Ampullen zähle ich jetzt nicht zu den ganzen Maskengeschichten, aber hier oben habe ich noch zwei. Und zwar ist das von Dalton einmal die Oystermaske, na, das ist auf der rechten Seite, und die Face Care Magical Effect Beauty Mask. Die muss ich aber noch testen, die habe ich noch gar nicht verwendet. Die Oyster Mask habe ich schon ein paar Mal verwendet und die finde ich richtig, richtig gut. Das ist so eine klärende Maske, die einfach so ein bisschen wieder alles beruhigt und alles wieder klar macht im Gesicht. Was ist denn das Wort, das klar machen? Dann habe ich hier in der unteren Schublade tatsächlich auch noch die ein oder andere Geschichte. Fußmasken zähle ich jetzt nicht unbedingt zu Gesichtsmasken, deswegen wird das dann nicht mit reinfallen. Aber was hier halt auch noch so mit drin ist, super aufgeräumt übrigens, ne? Sind natürlich diese hier von Starskin, die ich bei der Goodiebox Starskin Sonderedition drin hatte. Einmal die Lippenmaske und einmal die Augenmaske. Die sind aber hier drin, weil ich die jetzt demnächst und sehr, sehr zeitnah machen werde. Deswegen ist es auch in Ordnung. Genauso habe ich hier auch diese Biore-Geschichten. Blaue Agave, genau, das ist hier auch immer wieder mit drin. Die verwende ich halt auch ganz gerne. Augenpatches von YesStyle sind hier auch mit drin. Dann habe ich hier noch ganz viele Masken von Dalton, aber die sind halt wegen dem Dalton-Test jetzt aktuell bei mir. Genau, da habe ich halt noch ein bisschen was drin. Das ist einmal die Hydro-Lift-Maske in vielen, vielen, vielen Ausführungen, beziehungsweise sehr häufig. Und dann ist hier noch mit drin diese hier. Ja, da muss ich echt mal schauen. Das ist die Oxinfusion Oxygen Bubble Mask. Die ist mir beim letzten Mal ja doch etwas nicht so gut bekommen, da habe ich Orangenhaut von gekriegt, aber ich werde sie jetzt demnächst nochmal testen. Dann habe ich hier auch wieder Ampullen drin. Hier sind auch nochmal Masken drin, die ich demnächst, nee, die kommen jetzt auch mit rüber, komm. Die wollte ich eigentlich demnächst mal verwenden, aber die kommen jetzt auch mit ins Maskenvideo, die nehme ich auch mit rüber. Drei Punkte, die ich auf jeden Fall beachten möchte. Punkt 1. Ich gucke mir die MHD-Daten an, sprich Mindesthaltbarkeitsdatum. Ist das, was ich hier habe, überhaupt noch haltbar, verwendbar, wie auch immer? Weil ich habe gerade bei Pflegeprodukten immer ziemlich Angst, dass es dann hautreizend sein könnte, weil ich habe eine sehr sensible Haut. Punkt 2. Ich möchte keine Produkte mit AHA bzw. Fruchtsäure bei mir haben, weil ich das einfach nicht vertrage. Ich kriege da so Orangenhaut von, das heißt gerade so um die Kinnpartie wird es ganz, ganz furchtbar bei mir. Das sieht einfach nicht nur...
sieht nicht nur schlimm aus, sondern es ist auch einfach schmerzhaft und es juckt und es ist unangenehm, es spannt und es tut mir nicht gut. Außerdem ist dadurch ja auch eine gewisse Hautschuppung dann da, was auch einfach nicht gut ist. Also du kannst zum einen kein Make-up drüber machen, um das Ganze zu kaschieren, weil dir das eher abbröckelt, und zum anderen der Sonnenschutz geht auch flöten und das möchte ich halt auch nicht, weil ich eine sehr, sehr sensible und sonnenempfindliche Haut habe. Punkt 3. Ich möchte keine BHA bzw. Salicylsäuren mehr haben bzw. in den Produkten drin haben. Oh, es sind sogar 4 Punkte, die ich ansprechen muss, was ich nicht mehr haben will. Okay, genau. Keine BHA-Säure, Salicylsäure. Und weil das ist eher so für ölige Haut geeignet und gegen Unreinheiten. Ja, Unreinheiten habe ich tatsächlich. Vielleicht werde ich das ein oder andere behalten. Muss ich mal gucken. Aber es ist halt wirklich eher für ölige Haut. Ich brauche aber die Produkte für ölige Haut mit Salicylsäure nicht in Massen. Weil eigentlich habe ich eher trockene Haut. Eigentlich brauche ich eher feuchtigkeitsspendende Produkte. Punkt 4 ist, ich möchte keine Peel-Off-Masken mehr haben, weil ich sie einfach nicht mag. Nee, ich mag das Gefühl nicht, mir das so abzumachen, weil meine Haut dafür viel zu empfindlich ist und ich jedes Mal danach halt wirklich die Empfindung habe, dass ich meine Haut damit eher geschädigt habe, als dass ich ihr geholfen habe. Das heißt, alle Peel-Off-Masken werden hier verschwinden. Ich habe mir hier auch Boxen hingestellt, das heißt, ich habe meine Pinsel eben runtergestellt und dann hier Boxen hingestellt, weil in diesem Video wird es eine Verlosung geben, selbstverständlich, denn wohin mit dem ganzen Kram, Leute? 8 Boxen habe ich hier, wie gesagt, stehen von den Goodie-Boxen und ja. Jetzt müssen wir einmal hier durch die Kiste. Ich sträube mich ein bisschen noch davor, aber wir gehen sie mal nach und nach durch. Das erste, was ich hier rausziehe, ist direkt ein Produkt, was weg kann, weil das ist von LA Juice Skin Smoothies, eine Fresh Rubber Shake Mask. Das ist eine Peel-Off-Maske. Peel-Off-Masken wandern. Purifiante Jean Darcel Mask Astringent Clearing Mask. Das ist eine Maske, die speziell für ölige Haut ist. Ich habe keine ölige Haut. Von Sisley die Mask Creme à la Rose Noir Instant Jeunesse. Ja, das ist irgendwie so eine Jugendlichkeitsmaske. Ja, die behalte ich jetzt erstmal. Avon Planet Spa Radiant Glow with Gold and Oat Face Mask. Okay, das ist diese hier. Behalte ich erstmal. Auch wenn ich nicht genau weiß, wofür die ist. Wahrscheinlich Radiance, Ausstrahlung, Jugendlichkeit? Bestimmt. Dermazelle, Totes Meer Gelmaske Hydro Boost, aufpolstern, verwöhnender Feuchtigkeitspflege, Booster belebt müde Haut und polstert sie auf mit Hyaluron. Das hört sich doch gut an. Ja. Und die sieht sehr natürlich aus, also quasi eine Feuchtigkeitsmaske. Ja, ist gegen Fältchen, ist mit Feuchtigkeit richtig gut. Da musste ich gerade einfach mal den Akku wechseln, tut mir leid. Dann habe ich hier relativ neu Face Mask with the Fine Powder of Discarded Olive Stones. Das ist ja auch so eine reinigende Maske. Das wäre jetzt schon mal die erste reinigende Maske, die ich tatsächlich auch behalten würde. Das hier ist von Filogra, die Meso Mask Soothing Radiance Mask. Die hatte ich jetzt tatsächlich sogar 2-mal. Einmal im Adventskalender und einmal irgendwo in der Box mit drin, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Illuminateur. Radiance. Keine Ahnung. Irgendwas mit Jugendlichkeit. Jugendlichkeit können wir gut gebrauchen. Von Bare Minerals, die Gold Mask. War im Adventskalender. Die soll wahrscheinlich auch Ausstrahlung geben. Packe ich in das mit Jugendlichkeit rein. Time to Pose von My Little Beauty. Das ist eine hydratisierende Maske, die bleibt. Dr. Botanicals Po mit Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask. Greife ich nicht zu. Kommt in eine Verlosung. Mensch, da haben wir jetzt schon 3 pinke Masken in der Verlosung. Läuft. Crystal Clear Skincare 10 Minute Glow. Stunning Skin in just 10 Minutes. It's this amazing Peel-Off Mask. Ja, ciao. Peel-Off kann direkt mal gehen. Hey Honey, show your glow. Ja, die bleibt. Die war auch in einem Adventskalender, glaube ich, mit drin oder so. Oder in irgendeinem... Nee, war das nicht in dem Osterfeed drin? Genau, in den Ostergeschichten von Glossybox, ne? Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Was soll die überhaupt machen? To smooth, firm and hydrate your skin. Kommt zu Befeuchtung. Befeuchtungsmaske. Love Rose, die ist toll. Die mag ich richtig gerne. Ewig dein, das ist so, so schön. Das ist nämlich hier so ein Herzchen und dann hast du da so eine Rose drin und die riecht richtig gut. Das ist halt auch eher so eine klärende Maske. Die ist halt wirklich für so besondere Anlässe, ne? Die mag ich gerne. Luvos Naturkosmetik mit Heilerde, die Feuchtigkeitsmaske für schöne und gesunde Haut. Die finde ich klasse, die bleibt. Von Polar, die Nuit Polaire, die wird auch weiter wandern, weil Nachtmaske und ich weiß nicht.
Die stehen da immer rum und die bleiben dann auch stehen. Now by Natural and Organic Origin Recovery Mask, Rice and Tiger Nuts Organic Oils. Ja, mit Malz irgendwas. Guck mal, die ist sogar für sensible Haut. Die bleibt. Und das ist eher so eine Feuchtigkeitsmaske, würde ich sagen. Anayake oder Eneyeki Bamboo Mask Hydra Energizing Hydra Energizing Mask. Das ist diese hier. Energiespendende Feuchtigkeitsmaske. Hört sich soweit so gut an. Yes to Tomatoes. Clear Skin for All Skin Types. Detoxifying Charcoal Mask. Peel-Off Mask. Ja, ciao. Peel-Off Maske. Glitter and Glow. Sweet and Fruity. Reinigt sanft. Beseitigt Pickelchen. Reduziert Hautfett. Nein. On Tuesdays We Wear Pink von Face Love. Activated Pink Rose and Strawberry. Ja, da hatte ich immer Bock drauf. Aber auch das ist eine Peel-Off Maske. Auch die muss gehen. Ist auch nur noch bis November haltbar. Also wenn ihr die bekommt, schnell machen. Gut bei den Masken ist halt wirklich, dass das MHD auch meistens da so eingestanzt ist oder irgendwie anders draufsteht. Ne? Deswegen achtet mal drauf. Von Luvos Heilerde finde ich richtig klasse. Hydro Booster, 2-Phasen-Pflege. Das ist einmal eine Clean-Maske und danach hast du den Hydro Booster, den du dir drüber machen kannst. Also das kommt in den Bereich Pickel entfernen und so, Maske. Weil das Gute hier ist halt wirklich, die haben drauf geachtet, ne? Dass es sensible Hautmenschen gibt und die sowas brauchen. Deswegen geil. I plus M, Antistress, 2-in-1 Reinigung und Maske. Auch hier hast du dann wieder eine sensitive Reinigungsmilch und dann die Antistress-Fluidmaske. Parfümfrei mit Bio-Aloe Vera, richtig geil. Und deswegen mit Aloe Vera läuft. Das ist eine Reinigungsgeschichte. Reinigungsgeschichte. Eine Cooling-Maske Feuchtigkeit, erfrischt und belebt von Schelms mit Aloe Vera, Zitrone, Goldrute. Und das ist für alle Hauttypen. Das war von Jana im Adventskalender. Da muss ich mal gucken, aber ich glaube, das wird ganz gut sein. Kühlende Erfrischung mit reichlich Feuchtigkeit, läuft. Mit belebenden Zitrusduft, mit Aloe Vera, Zitrone und Goldrute, ne? Ich werde es mal austesten, na komm. Kann man bestimmt im Sommer ganz gut gebrauchen, ne? Aroma Garden Divine Mask. Instant Purifying Clay, Detoxifying and Tonifying. Das ist diese hier. Was soll die denn machen? Also in dem Sinne ja auch ausreinigen, ne? Das ist halt auch so ein Tiegel. Ganz hübsch. Reinigungsmaske. M-Asam Resveratrol Premium, eine Glättungsmaske. Kann ich gebrauchen, Leute. Jo, das hört sich doch alles auch soweit so gut an. Eine reichhaltige Gesichtsmaske mit hochkonzentriertem Resveratrol glättet und entspannt das Hautbild. Traubenkernöl und Vitamin E pflegen die Haut intensiv und bekämpfen die sichtbaren Anzeichen von der vorzeitigen Hautalterung für ein weiches und gepflegtes Hautbild. Ja, ich weiß nicht, ob ich Vitamin E vertrage. Vitamin C ist so eine Sache, das ist eher nicht so. Vitamin E könnte was werden. Pixie Glow Matte Mask, Deep Purifying Mask. Soll man abends verwenden? Aloe Vera, Ginseng and Mineral Rich Mud combined to create the ultimate Deep Pore Cleansing and Skin Energizing Mask. Ja, Reinigungsmask. Starskin Silk Matte Green Tea Clay, The Secret Revealed. Puff, das ist auch so eine zweigeteilte Tuchmaske, die auch so Lehm enthalten soll und das soll entsprechend Tightening and Lifting Effekt. Anti-Aging. Bam. Peel-Off. Nein. Tea Tree Peel-Off. Minimizes and Refines Pores. Easy Peel Mask. Ja. Nee. Tschüss. Also, nee. Also, Teebaum. Das wird auch nicht mir gefallen. Zaubernuss und kanadische Weidenröschen. Hört sich schon mal ganz nett an, aber nein. Peel-Off. Kann ich nicht gebrauchen. Dann, das ist ähnlich wie die zu dem Starskin. Das ist von Clay. Oder die Clay Sheet Mask, glaube ich. Die ist von Action. Soothing and Calming with Kaolin Clay Gesichtsmaske. Lehm, zwei Parts. Genau, das ist halt auch so eine zweigeteilte Maske, die einfach dein Gesicht reinigen soll, soweit ich das richtig sehe. Macht die Haut weicher und beruhigt sie. Achso, zur Hautberuhigung. Dann mache ich hier mein hautberuhigendes Böckschen auf. Von Douglas. Tonifying Face mit Green Clay. Ich habe keine Ahnung, was die machen soll. Belebende Maske, okay. Die soll das Gesicht wieder beleben. Kommt bei beruhigend mit rein. Das ist eine Logik, ne? Von Kiehl's Calendula and Aloe Soothing Hydration Mask. Das ist diese hier. Das war so ein Testgedöns-Sachet, was irgendwo mal bei einer Bestellung mit dabei war. Refreshes and Revitalizes for Healthy Looking Skin. Auch das kommt zu diesen Chili-Sachen, ne? Ja. Von Schäbens Pomegranate Fruit Bomb Feuchtigkeitsmaske aktiviert und revitalisiert. Das ist diese hier. Hier ist aber fruchtiges Zitrusaroma drin. Granatapfel, Shea, Butter und Orange. Das ist nicht gut für meine Haut. Die kommt in eine Verlosung. Rata & Co. New Zealand Naturals Activated Charcoal and Manuka Honey Sheet Face Mask Purifying and Clarifying with
Natural Coconut Charcoal. 10 Minuten soll das irgendwie deine Haut dann irgendwie nice machen. Habe ich geholt im TK Maxx mal. Mache ich die denn mit rein? Mach die auch bei Hautchillen mit rein. Solista Beauty Charcoal Detox Instant Facial Naturally Derived Bamboo Mask Infused with Charcoal and Volcanic Ash. Freeze skin from toxins and impurities, rich in minerals to deep cleanse and hydrate the skin, helps to refine skin and minimize pore size. Ja, das kommt dann eher so bei den Reinigungsmasken mit rein. Hört sich aber schon mal ganz gut an, finde ich. Wenn ihr übrigens irgendwo bei mir jetzt eine Maske gesehen habt, wo ihr sagt, oh Claudi, da hast du jetzt gerade nicht aufgepasst, schreibt es bitte in die Kommentare rein, denn ich bin sehr besorgt um meine Haut und ich brauche da auch echt eure Hilfe. Ich kenne mich nicht so ultra mit Inhaltsstoffen aus, aber ich bin da echt drauf angewiesen, auf das, was ich so lese und was ich so als Info bekomme. Also helft mir gerne, sehr, sehr gerne. Und schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. E-Cooking Fragrance Free Iris Extract and Zinc Salt Clay Mask. Das ist eine Lehmmaske, die halt auch zur Reinigung da ist, aber halt wirklich ganz, ganz sanft dann zur Haut sein soll. Die kommt auf jeden Fall zu den reinigenden Masken. Rituals The Wonder Mask, Purifying Face Mask, Charcoal and Black Matt. Das ist diese hier, die war mal im Adventskalender zusammen mit diesem Spatel. Jo, das kommt zu den reinigenden Masken mit rein. Nivea, erfrischende Feuchtigkeitsmaske, normale und Mischhaut, spendet Feuchtigkeit und erfrischt für Strahlen frische Haut. Mit Aloe Vera, Vitamin E und Hydra IQ. Okay, hatte ich von Jana im Adventskalender. Kommt bei Feuchtigkeitsmasken mit rein. Umido, Dermis Care bei LLM, keine Ahnung, Face, mit Abyssi, kann ich nicht aussprechen, Kamillenextrakt und Weizenkeimen, Gesichtsmaske zur Pflege. Das ist diese hier, Color Bags GmbH, sagt mir gar nichts. Kommt in eine Verlosung, weil ich nicht weiß, was die machen soll. Ich wüsste nicht, wo ich sie zusortieren sollte. Von Salt House Totes Meer Mineralien Premium Maske Feuchtigkeit, frisches und straffes Hautgefühl mit Gurkenextrakten, Aloe Vera und Mineralien aus dem Toten Meer mit flüssigem Mineralienkonzentrat oder so. Feuchtigkeit ist gut. Sephora Matte Mask Purifying and Mattifying. Das ist diese hier. Ich möchte nicht mattiert werden, kommt in die Verlosung. Ich möchte Glow haben. Thalasso-Maske mit Algen, spendet Feuchtigkeit und regeneriert mit Planktonperlen für alle Hauttypen. Das hört sich gut an, die wird behalten. Für eine frische Ausstrahlung. Die Antipickelmaske von Luvos bei fettiger und unreiner Haut. Also wenn ich wirklich Probleme habe mit meiner Haut, kann ich die auf jeden Fall verwenden. Und deswegen bleibt die halt auch. Ne? Das ist halt so eine Bank. Die Antipickelmaske, finde ich, ist eine Bank. Von Luvos. Salt House Totes Meer Premium Maske Meeresalgen, klare Haut und feine Poren mit Algenextrakten, Allantonin und Mineralien aus dem Toten Meer. Zack. Kann man gebrauchen, ne? Die Schebens Nummer 1 Totes Meer Maske reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser, Schlamm, Algen, Zink und Mineralien. Das ist halt einfach auch gleichzeitig pflegend, dadurch, dass du Zink hast, weil Zink ist tatsächlich auch immer ganz gut bei Hautunreinheiten, weil das auch die Entzündung so ein bisschen hemmt. Ne? Das ist, glaube ich, sogar antibakteriell oder so. Die bleibt. Knall Peel Off Maske mit Kamille und Honig, die wandert weiter. Kneipp 2-in-1 Maske und Peeling, das kannst du gleichzeitig als Gesichtspeeling verwenden, mit totes Meersalz und Macadamiaöl, Soft Peeling and Deep Cleansing, die bleibt. Luvos Heilerde, die Reinigungsmaske mit Hamamiel, es reinigt intensiv, nimmt Glanz und glättet nachweislich, das kann man halt auch wirklich so als SOS-Geschichte verwenden. Alverde Hydrofeuchtigkeitsspendende Maske mit Hyaluronsäure, das ist dieses Sachet hier, die wird erstmal bleiben. Von Kneipp die Moisturizing Mask Hydrates and Vitalizes, spendet Feuchtigkeit und belebt mit Aloe Vera und Jojoba. Das hört sich doch sehr charmant an, das wird zu den Feuchtigkeitsmasken wandern. Balea Maske Pearl and Glow, verwöhnt die Haut mit Extrakten aus Perlen und Mondstein. Es ist schimmernd und für jede Haut geeignet. Das war mal eine Limited Edition. Es ist fliegend, mindert Fältchen, gibt Feuchtigkeit, bleibt, wandert eher so zu den belebenden Masken, würde ich sagen. Feuchtigkeitsmaske von Schebens, 48 Stunden Soforteffekt, erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera, Avocado, Gurke und auch Urea. Finde ich ja cool, die bleibt. Multi-Effekt-Maske reinigt, Poren verfeinernd und regenerierend. Ich benutze die nicht. Das ist mir irgendwie zu kompliziert mit diesen drei verschiedenen Sachen. Die wandert weiter.
Face Peeling and Jelly Mask. Step 1 Face Peeling, das ist schon mal ganz gut. Step 2 Jelly Face Mask mit Hyaluronsäure und Hydromanil. Keine Ahnung, was das ist. Das ist diese 2-in-1 Geschichte, beziehungsweise Step 1, Step 2. Exfoliating and Moisturizing. Moisturizing. Okay, kommen zu den Feuchtigkeitsmasken. Die sind toll von Biore, die One-Minute-Thermomaske, die verwende ich ganz gerne. Da muss man halt echt vorsichtig mit umgehen, aber die kommen zu den Reinigungsmasken. Balea Maske Golden Milk verwöhnt die Haut mit Kurkuma-Extrakt und Mandelöl und es ist pflegend. Das ist diese hier. Die wandert weiter. Garnier Skin Active Aqua Mask Anti-Durst. Granatapfel und Glycerin, die wird weiter wandern. Ich glaube, da ist irgendwas mit Frucht drin. Wenn da Granatapfel draufsteht, bin ich da immer vorsichtig. Deswegen habe ich da nie zugegriffen. Balea Milch- und Honigmaske, das ist mal wieder so ein Klassiker. Pflegt die Haut geschmeidig mit Mandelmilch und Akazienhonig. Und es ist regenerierend und für gestresste Haut. Das kommt so zu diesen Chill-Milchmasken. Nein, das kommt in den Müll, denn das ist im Februar abgelaufen. Kaolion Pore Purifying und Pore Original Pack. Das ist so ein Zweierding. Ich glaube, erst macht die dich heiß und dann macht die dich kalt. Ne? Hot Pore Cleansing, genau. And Cool Pore Tightening. Sind das Masken oder was ist das? A Mask for Deep Cleansing. Hört sich total spannend an. Aber dieses heiß und kalt oder warm und kalt ist, glaube ich, nichts für mich. Deswegen wandert die weiter. Santa Naturkosmetik 3-in-1 Multimasking. Auch das hört sich interessant an, aber ich bin einfach kein Fan von diesen 5-in-1 Masken oder 3 Sachen und dann machst du dir das alles drauf und das ist mir irgendwie zu kompliziert, deswegen geht es weiter. Die Reinigungsmaske, da habe ich nochmal eins von. Ja, von Nuvos. Bleibt. Kneipp Moisturizing Mask, das ist eine Feuchtigkeitsmaske mit Aloe Vera und Jojoba. Die bleibt. Meine Herren, ich habe viel zu viele Masken. Die Schokomaske von Schädens schmeckt lecker, verwöhnt Haut und Sinne. Vollmilchschokolade für alle Hauttypen. Ja, das ist dann eher so eine Chillmaske, wandert dann auch zu meinen Chillmasken. Moon Milk Maske, It's a Magical Time mit Mandelmilch und Zimtduft. Uff. Leute, es ist nicht die Zeit für Zimtduft, oder? Nee. Ideal vor dem Schlafengehen. Nee, das wandert weiter. Wärmende Gesichtsmaske, sowas mag ich. Das ist mit Salicylsäure. Die wandert weiter. Das ist so eine klärende Maske. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich, nein. Garantiert ist die von Biore auch mit Salicylsäure oder sowas, oder? Aber die tut mir gut. Die vertrage ich tatsächlich. Rice von Misha. Das ist diese hier. Honigextrakt hilft der Haut, Feuchtigkeit zu speichern und bringt den Turn zum Strahlen. Das ist Feuchtigkeit. Das bleibt. Feuchtigkeit ist immer gut, ne? Ja. Salthaus Totes Meer Mineralien Premium Maske Repair. Regeneration und Glätte mit Lipidkomplex, Aminosäuren und Mineralien aus dem Toten Meer. Die bleibt. Luxusmaske Golden Glamour aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint von Schäbens mit Gold, Champagner, Kaviar und Perlen. Die bleibt bei den Chillmasken. Starskin VIP The Gold Mask Revitalizing Luxury Biocellulose Face Mask. Die will ich safe behalten und dann auch verwenden. Das ist auch so eine Hydrogelmaske. Jedenfalls fühlt sich das so an, oder? Weiß ich nicht. Muss getestet werden. NMF Aquaring Ampoule Mask X. Die habe ich, glaube ich, auch von Yesteil bekommen. MediHeal, genau. Das ist nämlich eine feuchtigkeitsspendende Maske. Die bleibt. Face Sheet Mask Honey von, weiß ich nicht. Action auf jeden Fall. Soothing Moisturizing, das ist richtig, richtig toll mit Honig. Die hat mir richtig gut gefallen, jedenfalls die Perlenmaske davon. Und ich glaube, dass die nicht viel anders sein wird. Mit Feuchtigkeit, die bleibt. Feuchtigkeit ist gut. The Mask Doctor Vitalizing Spirulina Face Mask. Face Sheet Mask, die bleibt auch. Das ist auch koreanische Beauty. Die haben sowas, diese koreanischen Geschichten, ne, die habe ich immer gut vertragen. Die kommen zu den Chill-Geschichten. Dann habe ich von Misha auch noch die Perlenmaske. Das ist diese hier. Das ist extra für empfindliche Haut. Das ist ja klasse. Macht einen Strahlen, gibt Feuchtigkeit. Kommt zu den Chill-Masken. Isana Hydrogelmaske mit Hyaluron für intensive Feuchtigkeit, sofort frische und Hyaluron und Eigenextrakt. Ja, die kommt auf jeden Fall zu den Feuchtigkeitsmasken. Freue ich mich schon drauf. Straffende Folientuchmaske mit Hyaluron, Vitamin C und E und Acai-Beerenextrakt für alle Hauttypen. Vitamin C vertrage ich nicht. Die muss leider weiterwandern, so leid es mir tut. Ich glaube, die habe ich nämlich auch geschenkt gekriegt. Ne? Habe ich eigentlich mega Bock drauf. Aber ich glaube, das vertrage ich nicht. Vitamin C vertrage ich nicht. Sorry. Neutrogena Illuminating Boost für strahlenschöne Hauthydrogelmaske mit Vitamin B3. Ja. Jo.
für strahlend schöne Haut. Kommt zu meinen Chillmasken dazu. Nein, kommt's nicht. Abgelaufen. 03/2020. Ich schäme mich so, dass ich hier abgelaufene Geschichten drin habe, ne? Furchtbar. Facial Sheet Mask, das ist eine Gesichtsmaske mit Mandelöl und Vitamin E. Das soll entsprechend Feuchtigkeit spenden. Kommt zu meinen Feuchtigkeitsmasken. Gold Mask Hydrogel, das ist eine zweigeteilte Feuchtigkeitsmaske. Calming and Soothing Effect, helps to restore dry skin. Kommt aber zu meinen Chillmasken tatsächlich. Dr. Jart, Ceramidin, Facial Mask, Intense Moisturizing Sheet Mask, Feuchtigkeit spenden. Sehr, sehr gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das kann was werden, ne? Gute feuchtigkeitsspendende Maske, hoffentlich. Oh, die war, glaube ich, ziemlich teuer. Von DW, Premium Skincare Caviar Luxury Lift Up Mask. Das ist diese hier. Mit Hyaluronsäure und so. Leider auch mit Zitronensäure, Citric Acid. Kommt erstmal zu den Lifting Masken. The Beauty Department Plumpen Feel Firming Sheet Mask Made in Korea. Die habe ich auch beim Action gekauft. Kommt zu meinen Glättungsmasken. Collagen Impact Essential Mask X von Mediheal. Auch das von YesStyle, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube schon, es ist alles auf Koreanisch hier hinten drauf. Wird auf jeden Fall auch zu den Lifting Masken wandern. Neutrogener Cellular Boost für glatte, jünger aussehende Haut. 100% Hydrogelmaske mit Adenosin. So, kommt zu meinen Masken, die für Anti-Aging sind. Von Schäben Cell Therapy Hydrogelmaske Anti-Age Booster. Aktiviert die Zellen, glättet die Haut, verbessert die Elastizität. AHA-Fruchtsäuren, Hyaluronsäure für alle Hauttypen. Die wandert weiter. Secret Nature. This rose mask sheet with Yeyu plant extracts makes your skin moist and enables you to have a healthy looking glow all day. Ja, so ist das, man. Eine koreanische Maske zur Feuchtigkeitspflege geht zu den Feuchtigkeitsmasken. Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask to Clear Pores. Das ist einfach so eine Aktivkohlemaske. Kann man gebrauchen, ne? The Beauty Mask Company Hyaluron-Tuchmaske. Ich mag die Masken von The Beauty Company eigentlich ganz gerne für anspruchsvolle Haut. Hat mir bislang immer ganz gut geholfen. Mit pflanzlichem Hyaluron und wertvollem Wasserlilienextrakt. Und das spendet Feuchtigkeit und das kommt zu den Feuchtigkeitsmasken. Isana-Tuchmaske I Love Spring mit Hyaluron und Orangenextrakt. Das ist süß. Es ist wirklich süß, aber ich habe Angst vor diesem, ich weiß nicht, Aloe Vera Avocadoöl. Ich glaube, doch, wir probieren das, ne? Die hat die liebe Cindy auch letztens mal empfohlen. Von Kiko, die Energizing Face Mask mit Kaffee tatsächlich. Das wird bleiben. Die habe ich mir letztes Jahr bei Kiko bestellt, im Online-Shop. Kommt zu meinen Chill-Masken, zu meinen vitalisierenden, wie auch immer, Masken. Disney für ein angenehm entspanntes Hautgefühl, verwöhnende Tuchmaske mit Mandelöl und Panthenol. Das gab es mal bei DM. Aber die ist so hübsch. Nein, die kommt jetzt zu den Chillmasken. Balea Tuchmaske Magical Team spendet intensive Feuchtigkeit. Magisches Dufterlebnis für jeden Hauttypen. Die bleibt. Isana Tuchmaske Du bist bezaubernd. Kirschblütenextrakt und Mandelöl. Das ist richtig, richtig hübsch. Und die wird auch auf jeden Fall bleiben. Mit Hyaluronsäure, Mandelöl, Cupuazu Butter. Feuchtigkeitsbalance, Hydrointensiv-Effekt, Feuchtigkeitsmaske. The Body Shop Vitamin C Glow Sheet Mask. Ja, mit Vitamin C. Habe ich Angst vor. Habe ich echt Angst vor. Wandert weiter, wandert weiter. Wandert weiter, Claudi. Da steht dick und fett Vitamin C drauf. Nochmal Disney belebende Tuchmaske mit Aprikosenkernöl und Limonenextrakt. Die wird weiter wandern. Ich glaube, das war die, die ich nicht so gut vertragen habe, weil dieses Limone. Zitrone, Vitamin C, da bin ich echt sehr, sehr sensibel. Deswegen wird die auch in die Verlosung wandern. The Body Shop, die waren im Adventskalender tatsächlich, den mein Freund mir geschenkt hat. Genau, Calm Sheet Mask, das ist cool mit Aloe Vera und die werde ich auch behalten. Calm Your Skin, das kommt auch zu meinen Chillmasken. Balea Aqua Tuchmaske, das ist ja so dieser Klassiker auch wieder. Der Durstlöscher von Balea spendet intensiv und langanhaltend Feuchtigkeit. Für feuchtigkeitsarme Haut habe ich von Jana im Adventskalender gehabt. Die kommt zu meinen Feuchtigkeitsmasken. Mutmaski, das ist die Facial Detox Purifying Recovery Mask. Ich glaube,
Ja, ich erinnere mich da richtig. Die hat mir nicht so gut gefallen. Die war nicht so gut für meine sehr sensible Haut. Die kommt auch in die Verlosung. Kirines Wrap Eclat Radiance Booster Mask. Die hat mir ganz gut gefallen. Da hatte ich auch andere noch von. Gibt es, glaube ich, bei Flaconi. Ja. Das ist einfach so eine französische Maske. Soll die überhaupt machen? Für mehr Ausstrahlung. Für jede müde und gestresste, fahle, fleckige, devitalisierte und Raucherhaut. Okay, ja. Das kommt zu meinen Chillmasken. Skin Soothing von Tony Moly. I'm Real. Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing. Die kommt in die Verlosung mit rein, weil ich dieses Teebaumöl, glaube ich, nicht so ultra gut vertrage. Das trage ich mir gerne punktuell auf Pickel oder sowas auf. Aber als komplette Maske ins Gesicht, schwierig. Skin Biotic Put on Hydration. Hydration Sheet Mask. Ich glaube, die hatte mir richtig gut gefallen. Da habe ich auch schon mal eine von gemacht. Die wird behalten. Von Barbour. Hydration Ampulle. Also du hast erst eine Ampulle und dann hast du eine Maske. Perfekt Glow Mask. Ausstrahlung und Feuchtigkeit. Ja, die geht zu meinen Feuchtigkeitsmasken. Die hatte ich mal irgendwo mit dabei gekriegt bei einer Bestellung gratis. Cellular Lift Age Defense Lifting Mask. Ja, das ist einfach eine ganz klassische Anti-Aging-Maske. Die hatte ich von Lea im Adventskalender. Und Pflegelifting-Effekt, Peptid-Technologie, keine Falten und Linien können, bla bla bla. Ja, ne? Behalte ich. The Beauty Mask Company, wie gesagt, ich mag die gerne. Klärt und Feuchtigkeit spenden, Aktivkohle und grüner Tee. Das ist diese hier, die werde ich behalten. Die kommt zu meinen klärenden Masken. Starskin 100% Camellia Nourishing and Brightening Mask. Du machst dir erst das Öl drauf und dann machst du dir, glaube ich, die Maske drauf. So war das irgendwie. Und ja, die habe ich auch gar nicht so lange. Die war auch in der Box mit drin. Und die bleibt. Kommt zu meinen Chill-Masken. Von Biore habe ich hier so ein Zwei-Phasen-Ding. Also erstmal machst du die Maske drauf und dann machst du dir einen Pore-Strip drauf. Mag ich sehr gerne und deswegen bleibt die und kommt in meine klärende Abteilung. Die Box leert sich hier, es ist sehr cool. Eine Peel-Off-Maske von Detox wird weiter wandern. Von Coris Hydrabiome, das ist so eine griechische Maske. Probiotic Superdose Face Mask with Real Greek Yogurt, die wird bleiben. Dr. Severin Aktivkohlemaske Wash-Off. Maske und Peeling in einer Anwendung. Ja, die wird auch bleiben. Das ist so eine klärende Maske einfach. Neutrogena Illuminating Boost für strahlenschöne Haut. Hydrogelmaske. Ich glaube, so eine ähnliche habe ich hier ja gerade schon irgendwo drin gehabt. Die ist auch im März abgelaufen. Die kommt im Müll. SNP, Shining Nature Purity. Yeyu Green Tea Mask. Das hört sich gut an. Die habe ich beim Action gekauft. Offensichtlich, denn da ist noch ein Klebi drauf. Soothing Mask that contains Yeyu Green Tea, fully moisturizes and relaxes delicate skin. Das kommt dann zu meinen Chillmasken. SNP, Fruits Gelato Nutrition Mask, Nourishing Mask to supply concentrated nutrients and bring smooth and lustrous skin. Mit Avocado. Die bleibt. Hört sich interessant an. Die beiden muss ich sehr bald machen, denn die laufen im Juni schon ab. Das ist von Neutrogena die Hydro Boost Maske für intensive Feuchtigkeit. Die mag ich sehr gerne. Die ist mit Hyaluronsäure, mit einer Cooling-Technologie. Die mag ich gerade im Sommer richtig, richtig gerne. Im Winter eher weniger. Im Sommer ist das voll meins. Und es soll ja nächste Woche wärmer werden. Von daher, Feuchtigkeitsmaske. Kommt zu meinen Feuchtigkeitsmasken. Dann von Yeyun Pollution Proof Luminous Mask Brightening and Dust Repelling. Keine Ahnung. Auch so eine koreanische Maske. Verschmutzungssichere Brightening-Maske mit staubabweisender Wirkung. Kommt zu meinen Chill-Masken, Leute. Sephora The Golden Mask. Ultra Moisturizing Formula. Ja, richtig cool, ne? Das ist so eine Goldmaske. Die kommt zu meinen feuchtigkeitsspendenden Geschichten. PF 79. Läuft. Fresh Fruit Extract Shea Butter Sheet Mask. Hört sich gut an, hört sich nähernd an, hört sich nach einer Chill-Maske an. Kommt zu meinen Chill-Masken. Ja. Du bist jetzt eine Chillmaske. Bam. Watermelon Fruity Face Sheet Mask Refreshing von The Beauty Department. Auch das wird dann wahrscheinlich was von Action sein. Das Fresh. Fruity. Watermelon. Ich liebe Wassermelone. Fun meets beauty with this fruity and fresh watermelon mask. Give your face the boost of hydration that brings your skin back to life. With added kiwi, peach and watermelon extract for a radiant and healthy glow. Ja, cool. Ist das jetzt feuchtigkeitsspendend oder ist das refreshing? Kommt zu meinen Chillmasken, weil ich mich nicht entscheiden kann.
Prep and Prime. Das ist auch wieder von The Beauty Department, also sprich von Action Priming Face Sheet Mask. Das ist eigentlich ein Primer, ne? Das muss man verwenden anstatt von einem Primer oder kann man verwenden anstatt von einem Primer. Müsste ich eigentlich zu meinen Primern packen und demnächst mal verwenden. Kommt zur Seite, damit ich das in einem Full Face neue Produkte mal verwende. Als Primer. Gute Idee, oder? The Beauty Department The Day After Hydrating Sheet Mask. Das ist ganz witzig. Das ist im Prinzip der Tag, nachdem du deine Haut geschädigt hast, indem du zum Beispiel Alkohol getrunken hast oder die ganze Nacht allgemein durchgefeiert hast. Ist auch eine ganz coole Geschichte. Hydration. Und Ready to Glow. Das ist eine Maske, die du quasi davor trägst, damit du halt Glow ins Gesicht bekommst. Refreshing Shape. Face Sheet Mask, Mensch, das ist auch eine koreanische Maske, die es halt auch entsprechend bei Action gegeben hat, so in so einem Set. Und das kommt dann zu meinen, weiß ich nicht, Refreshings, auch Feuchtigkeit. So, fast fertig, Leute, ich bin ein bisschen stolz. Dann habe ich noch die beiden von Mud Maski, einmal das After Mask Vitamin Serum. Das wollte ich tatsächlich, ja, jetzt mal, weiß ich nicht, will ich das verwenden? Ja, will ich. Und die Leave Me On Spring Mask von Mud Maski, die hatte ich jetzt letztens erst in der Goodiebox mit drin. Das verwende ich gerne. Ich habe die Leave Me On Winter Mask im Winter verwendet, das war aber viel, viel kleiner und die hat mir gut gefallen. Und das hier ist dann eine Spring Mask und ja, die macht halt Ausstrahlung, regeneriert, schützt dich, inwiefern auch immer, Moisturizing, also Feuchtigkeit spenden und Restoring, keine Ahnung, was Restoring heißt. Aber das macht alles auf jeden Fall und das finde ich interessant. Wir haben den Lea. Ich bin ein bisschen stolz. Ah, es war doch ganz schön viel. Jetzt werde ich noch alles entsprechend aufteilen, dass alles in den Boxen richtig drin ist. Dann zeige ich dir mal, wie das jetzt aussieht, wenn alles richtig eingeräumt ist. Und ich freue mich schon voll, weil das so schön aussehen wird. Oh, ich finde einfach, dass es so viel schöner so aussieht. Genau. Es wird ja auch noch wachsen, weil es kommen ja noch Goodieboxen hinzu. Freue ich mich mega drüber. Ja, Life is full of beauty, finde ich da einfach eine sehr schöne Botschaft. Ich bin gerade so froh, dass ich das gemacht habe, weil das so viel schöner aussieht. Vor allem, wenn man dann durch die Tür reinkommt oder wenn die Tür hier offen ist, dann sieht man das halt immer. Und das ist einfach viel ordentlicher, viel schöner und viel einladender. Auch wenn nicht jeder unbedingt in dieses Zimmer reinstiefeln sollte, aber ich finde es einfach viel schöner. Ich finde es richtig, richtig schön und ich feiere es total und es war mir schon lange ein wirkliches Herzensanliegen, das endlich mal in Angriff zu nehmen und jetzt habe ich es endlich gemacht und ja, der Platz wird natürlich erweitert jeden Monat, dadurch, dass die Goodiebox dann immer hinzukommt. Egal, es sieht wenigstens schön geordnet aus und dann kann ich das halt noch weiter verfeinert strukturieren, wie auch immer, aber so hat es schon mal Anfang gefunden und es gefällt mir deutlich besser als dieses offene Regal. Ihr seht es ja auch bei meiner Sammlung, dass ich alles gerne in Boxen habe, alles irgendwie geschlossen habe und das nicht so offen rumstehen haben mag. Deswegen, richtig geil. Hat mich mega gefreut, das Video mit euch zusammen hier zu machen. Mensch, ihr motiviert mich aber auch immer wieder. Und jetzt habe ich hier zwei Verlosungspakete gemacht mit jeweils etwa 15 Masken. Und das eine ist eher so, ja, ich sag mal, Poren verfeinernd und Peel-Off und so angelehnt. Das andere ist mehr so Anti-Aging, Feuchtigkeit und so weiter. Um an der Verlosung teilzunehmen, solltest du auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder du wirst es hier unten einmal. Das fände ich richtig, richtig cool von dir. Und so verpasst du auch kein Video mehr von mir. Am besten machst du auch die Glocke an und so weiter. Ich finde das total klasse. Und die Hashtags, die wir dann für die beiden Boxen nehmen, ist einmal Knospe für die etwas, ja, jüngere Haut, sage ich mal, und Rose für die etwas reifere Haut. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein und dann wird nach einer Woche ungefähr ausgelost und der Gewinner benachrichtigt, beziehungsweise die zwei Gewinner, die es jetzt hier ja geben wird. Und ja, das war jetzt meine Maskensammlung. Ich bin echt erleichtert und ja, wenn ich dich animiert habe oder wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.